Willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir haben hier das letzte Mal aufgehört und kaufen ihm jetzt den Ring ab, das Artefakt. Verkauf mir dein Artefakt. Glaub mir, du machst ein gutes Geschäft. Hier, lass dich damit nicht von Carlos oder seinen Leuten erwischen. Dann übernimmst du den Laden. Ja, das mache ich. Ich werde Salty ausrichten. Er wird sich sehr freuen. Super. Dann reden wir jetzt als erstes mal mit Salty, da wir ihm ja jetzt den Laden da vermittelt haben. Wo ist er? Hier ist er. Salty, hallo. Nico wird einen Laden kaufen. Das ist ja wunderbar. Er wird hier bestimmt ein gutes Geschäft machen. Und ich habe zumindest noch ein paar Goldmünzen gemacht. Danke. Hier, die habe ich in einer Muschel gefunden, die sich in eine der Fischkisten verirrt hat. Was machst du jetzt? Ich gehe zu Patty. Auf dem Weg lasse ich mir von Nico das Gold geben und betrinke mich. Ich kann jetzt nicht. Klar, und er hat sofort das Bier in der Hand. Na dann, jetzt haben wir nur noch 11 Gold. Es ist zum Heulen. Patty, ja, Felle für Fleisch. Das ist eigentlich so das Nächste. Dann gehe ich mal. Belschwur, hat der noch irgendwas dazu zu sagen? Weil irgendwie muss ich an diese Felle kommen. Mal gucken, boah, ich sehe hier wieder so gut wie gar nichts. Naja, egal, wo ist Belschwur? Belschwur. Was ist los? Hä? Ach so. Was willst du hier? Ich dachte, hier wäre Belschwur. Hallo? Where the hell is Belschwur? Nee. Oh. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch Kommandant Carlos von dir überzeugen. Viel Glück, mein Freund. Oh, das ist Erfahrung. Nee, klauen tue ich den nicht. Ich will Felle. Aber wo krieg ich die her? Dann gehe ich jetzt mal nach Baxter. Ah, ist schon nicht einfach. Und ich habe mich, glaube ich, jetzt gerade verlaufen. Ja. Oh, im Dunkeln ist das hier so schrecklich. Ich habe Angst im Dunkeln. Ich habe Angst im Dunkeln. Oh, dann gehe ich jetzt hier außen rum. Way. Lalala. Mir fällt gerade nichts ein, was ich erzählen könnte. Dann machen wir das und dann reden wir noch ein bisschen weiter mit Patty wegen ihrem Vater. Mal gucken, wo hier jemand ist. Da war doch was. Ich verschwinde ja schon. Baxter. Ach, da habe ich schon alles rausgenommen. Boah, wie eklig. Komm morgen wieder. Komm morgen wieder. Ach, du bist doch echt ein Arsch. Jetzt ist der da am Pennen. Oh. Dagel, ach du Schande. Steaks und Zwiebeln, ein Kochbuch. Das schreibe ich mir mal ab. Ah, Erfahrung. Super. Hat uns jetzt aber so nicht viel gebracht. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ich habe den Spion gefunden. Und Sid hat ihn beauftragt, richtig? Ja, es war Doyle, einer der Tagelöhner. Er hat die Hosen voll und will nicht in die Vulkanfestung. Wie sieht's aus? Doyle ist verschwunden. Was denn? Sid ist seinen Zeugen losgeworden? Du warst nicht vorsichtig genug. Jetzt haben wir nichts mehr gegen diesen Banditen in der Hand. Wir werden in Zukunft noch besser auf ihn acht geben müssen. Tja, hast du Pech. So.
Da Baxter ja noch nicht mit uns reden will, machen wir denn so lange? Wir haben kein Haus hier in dieser Stadt. Dann penne ich hier irgendwo anders. Wo ist denn Carlos? Dann schleichen wir uns bei dem mal ins Bett. Aha, wir gehen zu Carlos ins Bett. Dann pennen wir mal bis morgen. So. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Guten Morgen, Welt und alle diese Bevölkerung. Gut, das war's jetzt mit den SpongeBob-Zitaten. Jetzt muss ich nur Baxter wieder finden. Er mümmelt hier immer noch sein Brot. Nö. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Wir nehmen uns alles mit. Was willst du hier? Wolfsfell. Super, wie viel Wolfsfelle habe ich denn jetzt? Ich brauche aber auch noch eins von so einem Keiler. Keiler oder ja, Keilerfell oder irgendwie sowas. Naja. Erstmal haben wir das Wolfsfell jetzt bekommen. Ach, und er hat jetzt den Fischstand. Hm? Naja. Nee, Geschick will ich nicht. Ich glaube, ich müsste mal wieder stärker werden. Ich bin immer noch Stärke 39. Ich weiß ja, ihr könnt mir mal schreiben, was für Stärke man ungefähr so im Laufe des Spiels haben muss. Bauer. Du, ich will jetzt nicht gestört werden. Du, ich hab den Kopf voll mit anderen Sachen. Alles klar. Ist klar. Ich hoffe, man hört die Hintergrundgeräusche hier nicht. Ich habe das Fenster nämlich noch auf. Wie zur Hölle komme ich jetzt an diese Fälle? Patty will die Stadt verlassen. Ja, das haben wir ja noch. Dann suchen wir jetzt erstmal Bart. Dieser Schatzsucher. Wir irren hier zwar noch ein bisschen so herum, aber... Naja. Oder wir gehen mal ins Bordell. Du siehst aus, als ob du Gold hättest. Wenn du Spaß und Entspannung suchst, bist du bei uns in Sonjas Bordell genau richtig. Schau doch mal bei uns vorbei, Süße. Wir haben Tag und Nacht für dich geöffnet. Du wirst es nicht bereuen. Werd's mir merken. Du bist wunderschön. Jedermann, der deine Nähe spürt, darf sich glücklich schätzen. Danke. Wenn du so redest, fange ich an zu träumen. Und ich weiß, unsere Zeit wird kommen. Lass mich dann nur nicht sitzen. Nein, nein. Danke fürs Gold. Perle. Was haben wir sonst noch? Und 2 Gold immerhin. Ne, 9 Gold. Eriksen. Erektion. Sonja. Wasserpfeife. Kronleuchter. Suche nach Fällen. Halskette will ich nicht haben. Schiffsoffizier. Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Ja. Olga. Ja. Reden wir mal mit ihm. Was willst du von mir? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Du hast ein paar über deinen Durst getrunken, was? Ich möchte mal wissen, was dich das angeht. Hau ab! Sonst gibt's ein paar aufs Maul, klar? Ich werde dir jetzt mal Manieren beibringen. Du willst dich unbedingt prügeln? Das kannst du haben. Na dann mal los. Komm. Tja! Tja! Der ist auch nicht wirklich... Ja! Komm. Ja! 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 Das wird noch Ärger geben. Oh, Vorschlaghammer. Her damit. So, Kollege, jetzt reden wir nochmal.
Erektion. Okay, okay, du bist der Stärkere. Was willst du denn noch? Du weißt, wo sich Kapitän Stahlbarts Baracke befindet? Du scheinst nicht zu wissen, auf was du dich da einlässt, Mann. Wenn du so weitermachst, wirst du dir nur die Finger daran verbrennen. Du sagst mir jetzt sofort, wo Gregorios Baracke ist. Sonst setzt's was. In der Gosse, Mann. Das Ding ist in der Gosse. Es ist eine dieser Baracken in der Nähe von Costas Hotel. So, und lass mich endlich in Ruhe. Ich hab schon viel zu viel gesagt. Und der Schlüssel, den du bei dir hattest, passt zur Haustür, nehme ich an, ja? Ich sag nichts mehr. Gut, wir haben die Baracke gefunden. Heureka, ein Hoch darauf. So. Gucken, werden wir uns jetzt mal selber die Baracke angucken oder gehen wir sofort zu Paddy? Zu Paddy. Ah. Die Felle, das regt mich auf, dass wir die noch nicht haben. Wie viel wollen die überhaupt? Was wollen die alles haben? 5 Keiler und 5 Wolfsfelle. Na. Habe ich überhaupt schon Keilerfelle? Nee, ich habe 2 Wolfsfelle. Naja. Kannst ja auch vergessen. Und was haben wir sonst noch? Ja, Petty, das ist alles mit Petty verbunden. Fürs Banditenlager haben wir noch Lagebericht für den Don, der beste Kämpfer des Banditenlagers. Bevor wir mit Petty reden, will ich erstmal wieder zu Delgado gehen. Wo komme ich denn? Ah. Warum habe ich das Gefühl, dass das hier die Baracke ist? Gut. Aber erstmal zu Delgado. Du, das ist gerade ganz schlecht. So. Ach, der gibt mir auch nur Geschick. Habe ich aber kein Gold für. Gut. Gibt's hier noch mehr Banditen? Außer Sid und ihn hier? Hm. Werde ich mir die demnächst mal angucken. Hier ist nix. Rum, das. Ich glaube, die Baracke, die können wir behalten. Kann das sein? Dann haben wir wenigstens schon mal ein Haus. Gut. Dann werde ich jetzt gleich mal zu Petty gehen. Hier erstmal einen Quicksave machen. Ah! Ja. Auf nach Petty. Es muss doch hier noch andere Banditen geben. Außer diese beiden armen Schweine. Ich gehe mal hier mal gucken. Was ist denn hier hinten? Hä? Mal gucken. Was denn? Och, Fail. Ja, die Abkürzung hat jetzt mal nichts gebracht. Paddy, wo ist Petty? Auf zu Paddy. Nein, ich will andere Banditen sehen, endlich. Ich will ein bisschen mehr die Aufgaben mal vom Don da erledigen. Ja, mit dem Ogre legen wir uns noch nicht an. Hey! Warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Oh, Lucor. Ich speichere mal eben kurz hier. Und ich würde sagen, im nächsten Part reden wir dann mit Lucor. Der scheint ja auch jemand zu sein, der uns helfen kann. Entschuldigung, dass die letzten beiden Parts nicht so kommentarreich waren, aber aktuell habe ich arg viele zeitliche Dinge, die vorangehen, und deswegen nehme ich auch nicht gerade so viel auf.
Egal, ich hoffe, die nächsten Parts werden wieder ein bisschen informativer. Wir mussten jetzt auch sehr viel reden in den letzten beiden Parts, aber das wird schon wieder. Danke fürs Zugucken, hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin, tschüss.